Einen schönen guten Tag, mein Name ist Dolchschatten90 und ich zeige euch Ghost Recon Wildlands. Jo, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, mit der Jagd auf Karl Buckhardt, der für die Sicherheitsabteilung von Santa Blanca zuständig ist, halt, und der die Sicarios ausbildet, nämlich zu Elite-Sicarios, die halt keine Fragen stellen, die einfach nur, du sagst was denen, die machen das. So. Einmal noch die Privatsphäre noch einstellen. Zack. Und los geht's. Ja, und glaub, letztes Mal habe ich so gut wie alles fertig. Es fehlen nur noch so ein paar Kleinigkeiten und halt Karl Burkhardt selber. Sonst habe ich das Gebiet um Montejoc, oder wie das heißt, komplett fertig. So. Und genau. Ich habe mir noch im Ubisoft Club mir noch ein paar Gratis-Sachen mir noch gegönnt halt. Einmal Division Schirm und Fallschirm und hat eine Spec Ops Kiste. Die gab es kostenlos, habe ich mal mitgenommen. So, mal einmal öffnen. So, was habe ich da? Watch Dogs 2 Halssuch, okay. US Desert, okay. Und Helikopter mit Bordkanonen. Okay. So, wo ist Hubschrauber? Rettungshubschrauber. Hab bei den Rebellen ein Helikopter Fahrzeug mit bestellt. Bordkanonen. Ah, endlich kann ich bewaffnete Helikopter bestellen. Ziemlich. Genau, und bereit, dreh auf. erstmal mache ich halt diesen Nebenauf-Einsatz fertig. Aber schon mal gut, da fangen hier so Helikopter mit Bordkanonen. Brauche ich keine Santa Blanca Helikopter nicht mehr zu kapern. Ich bestelle mir einfach nur noch einen. Da oben ist ja schon das Ziel. Ordentlich flankiert aus. Jetzt können es sich die Rebellen abholen. Ich hoffe, die nutzen das, was da drin ist. Wäre schade, wenn das alles umsonst war. So, einmal zur Zubehörkiste fliegen. Irgendwo ein Eisenbahntunnel ist. Okay. Ich hoffe, dass kein Zug mir entgegenkommt.
Jo, hier ist eine Waffenkiste. Okay, da liegt ein toter Rebell. So, Sturmgewehrschaft, okay. Dann noch die Kingslayer-Datei. Okay, die ist noch tief am Tunnel. Na gut. Komme ich nicht rein? Okay. Da komme ich nicht rein. Ich guck mal, ob ich über den Luftweg das machen kann. Oh, ist eine Unidad-Zone, okay. Nicht umsonst haben die da abgeschlossen. Schau mal, ob ich vielleicht irgendwie oben rum oder so was finden kann. Aber so wie es aussieht, sieht es wirklich schlecht aus. Okay, nee. Muss ich wahrscheinlich eine andere Mission spielen, um halt daran zu kommen. Denke ich mal. Na gut, dann würde ich wohl sagen, ab nach Karl Buckhardt. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Karl Buckhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Genau. Einmal die Mine betreten. Wo er halt angeblich ist. Mal die Markierung auch mal aus hier, denn Signal entfernen. Zack, ich weiß nicht, wo das ist. Silbermine. Einmal. Die Drohne ist oben. Ah, Gebiet auskundschaften. Hey, Sniper auf dem Dach. Ich sehe noch einen Tango. Ich gehe in Position. Noch ein dritter. Ich brauche eine bessere Position. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. So. Alles klar, geh in Position. Okay, das ist der hier. Bereit, auf deinen Befehl. Gut, den Scharfschütze übernehme ich dann. Tango am Boden. Sollte jetzt okay sein.
Wir nähern uns Burkhards letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Burkhard war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschlossen hat, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab, ohne zu zögern. Okay. Auch eine interessante Meinung. Sobald man zum Feind wechselt, dann ist man nicht mehr, wird man nicht mehr zu einem Guten. Ja, okay, ist dann halt ein Deserteur. Zurück, bevor sie dich entdecken. So. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Burkhard hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Okay, das ist ein ziemlich hartes Trainingsprogramm. Aufpassen, da ist dein Geschütz! Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da ist ein Sicario mit einer Minigun. Zack, der ist weg. Ich guck mal, ich versuch mich mal. Ja, hier ist niemand. Ist die Waffenkiste hier, war auch die Sackgasse? Das ist eine Maschinenpistole. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Okay, schnell ausgeschaltet. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay, auch das war auch knapp. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, okay, das sieht nach einem Schießstand aus. Hier komme ich auch nicht weiter. Nach einem Trainingslager. Zwei Sicarios. Okay, die kann ich so nicht orten. Feind gesichtet. Ziel gesichtet. Immer knapp alles. Okay. Habe ich jetzt einmal zu viel geschossen. Die wissen von uns. Jetzt wissen die.
Einmal richtig krachen gelassen. Okay, das sieht ja schon mal ziemlich krass aus. Gehängte Leute? Entweder Deserteure oder Gefangene? Wer weiß das schon? Eröffne Feuer! Hier noch tiefer. Schnell, Entdeckung! Der Armgeschütz ist auch weg. So, weg mit dir. So, du bist weg. Das war's, Burkhard. Es ist aus. Okay. So, du bist weg. Eliminieren, okay. Gute Arbeit in Montauk. Burkhards Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Burkhard wollte es so, vergiss das nicht. Wir mussten das tun. Ah. Okay, hab jetzt auch alle Sturmgewehre freigeschaltet. Ich denke, es wird jetzt mal Zeit für ein Video. El Muro war unterlegen. Und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Quebren als Menü. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Muro vergaß. Angst ist immer mehr wert als Geld. Okay. So. So, dann bin ich auch hier fertig. So, Handgranate. Mal schauen. Okay, das ist der Karl Burkhard. Alles ja. Sauber. War auch ziemlich einfach, hat sich hinter der Kiste sich versteckt, nur nichts gemacht. Ah ja. So, dann heißt es die erstmal hier raus.
Dann bin ich auch hier fertig. Aber der hatte schon hier interessante Ausbildungs. Ja, wie soll ich so. Der hat eine interessante Ausbildungsart, sag ich mal so. Achso, hier sind noch Feinde in der Nähe. Genau, Ausbildungsmethoden habe ich ja das Wort gesucht. So. Mal schnell zum Helikopter. Auf dieser Seite ist alles klar. Schnell zum Dingens. Ach, ich nehme mal den Montejoc Alpha. Schnell zum Schützpunkt, dann würde ich mal sagen. Ja. Was hast du dann praktisch auch fürs erste? Einmal kurz überfliegen. Das sind Konvoi in der Nähe. Ja, okay, mit Medizin. Eigentlich brauche ich Treibstoff, aber. Ja. Ach komm. Greife Tangos an. Das Konto wurde zerstört. Ist zerstört. So, mal schnell zum Abschluss noch einen Konvoi machen. Der Konvoi, Achtung, die Türen sind bis an die Zähne bewacht. Da ist ein ungepanzertes Fahrzeug am Konvoi. Gib Zeichen, der Konvoi wird. Fahrzeug zerstört. Oh, und jetzt schnell den Krankenwagen. Ah nein! Ah. Ärgerlich. Na gut, dann werden halt Reste geborgen. Sehr gut. Ich melde den Rebellen, wo das Zeug ist. So, jetzt heißt es aber schnell zu. Zum. Lager? Oh, da ist wieder was abgestürzt. Ich frage mich echt, was da jedes Mal explodiert und so. Ich glaube, ich fliege da mal einmal hin.
ein Flugzeug abgestürzt? Tatsächlich. Da ist Rauch. Sieht nach einem Absturz aus. Hier draußen. Wahrscheinlich ein Schmuggler. Dürfte nur noch Schrott sein. Okay. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Okay. Das heißt, diese Abstürze machen doch Sinn. Und die habe ich immer ignoriert. So, jetzt aber einmal hier zurück. So, Munition ist voll. Haben wir wie unter Besatzung gelebt. Als sie weg war, hat die Stadt wie Ehre gefeiert. Ihr hättet dabei sein sollen. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, nächstes Mal werde ich dann halt La Plaga und El Muro jagen. Das sind nur noch die beiden, für die Sicherheit nur noch verantwortlich sind. Sonst ist alles andere hier praktisch durch. Und klar, es gibt nur noch die ganzen Nebenaufträge noch, welche. So, zack. Sehr, okay, La Plaga ist da hinten. Okay. Nö, dann ist ja praktisch dann vorbei fürs Erste. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.